mir, dass du vorbeikommst. Hat er das? Es lebe der Raketenantrieb. Fallschirm parat? Gut. Du weißt, wie man so ein Ding fliegt? Klar, kein Problem. Demo ist gleich davon. Oh, komm. Ich sehe ihn. Nimm das! Alles klar. So. Das könnte ich den ganzen. So, jetzt. Wo? Also das da vorne. Ich will lieber schützen. Vorsicht, Cap! Beschuss! Oh oh, wir haben Besuch. Wir müssen versuchen, sie irgendwie abzuschütteln. Oh. Vielleicht sollte ich besser fliegen, oder? Meine kleinen Freunde, habt ihr wohl übersehen? Was? Wo kommt die denn plötzlich her? So. Hau ab. So. Ah, schon. Oh, jetzt schießen wir mal da hinten. Hopp. Hold up. Oh. So, jetzt. Komm. Füllte Raketen. Der muss eigentlich schon verloren haben hier. Ja, komm ran. Verschwindet, ihr Narren! Das scheint was zu bringen. Feuert weiter! Na los! Pam, pam! Wir haben es gleich. Na, komm. Ah, oh, was ist jetzt los? Der nächste. Verdammt. Captain, hau ihn um. So. Simo? Er stürzt ab! Verflucht! Toll geflogen, toll geschossen. Tolles Chaos. Seid gegrüßt, Freunde. Miss Marvel erzählte von eurer Lage. Captain Marvel und ich verfolgen Kang. Einverstanden. Wer fertig ist, kehrt zum Avengers-Anwesen zurück. Nach dir. Nein, nach dir. Ah! Oh. She-Hulk. Oh. Nach dir. Ende. Haben wir es diesmal geschafft? Ich glaube, wir haben es wieder nicht.
Oder war der Balken voll? Ein Stein? Nein! Simon Kralle, böse Iron Man. Baron Simo. Bowman. Nicht Hawkeye. Claw. Tactical Force? Nicht Iron Man? Ahnt ihr das? Bei den Göttern! Was für ein widerlicher Gestank! Ein Sumpf? Ich mach das! Oh! Es scheint wohl jemand schneller gewesen zu sein. Nimm dies! Tor nicht! Vergib mir, aber ich hielt dich für eine widerliche Sumpfkreatur. Ich meine, also, natürlich eine attraktive, widerliche Sumpfkreatur. Was du beim Friseur sieht sehr nassig. Meine Netherhus. Oh, den Göttern sei Dank. Ein Kampf! Manthing? Steckst du jetzt etwa mit Kang unter einer Decke? Noch einer von Kangs Handlangern? Der Kerl lässt einfach nicht locker. Genauso wenig wie wir. Was ist denn das für ein Angriffsstil? Erst unter uns. Lass mich los, Kreatur! Oh, was war da los? Nein! Oh. Nein. Thor, was machst du von Mist? Aha. Komm, hier halt. Oh, verdammt. Zack, zack, zack. Ah. Wieder Säure. Au. Vorsicht, Säureregen. Zack, zack. Thank you.
Oh nein, 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 nein. Bam. Oh, komm los. Hau zu. Die Äste dieses Baums. Haben die etwa zu leuchten? Ja, ich sehe es auch. Was ist das? Nein. Darum kümmern wir uns später. Im Moment sind wir mit diesem Man-Thing beschäftigt. Was ist denn das für... Er ist unter uns. Ja. Er hat mich voll im Griff. Mann, der hält ja ganz schön was aus. Doch ich glaube, so langsam kriegen wir ihn klein. So. Ah, nicht schon wieder. Ah. Ich... Jetzt noch blöd. Ham. Ham. Was ist das denn? Bei Odins dichtem Brusthaar. Der Nexus aller Realitäten, das Tor zu allen Zeitaltern, dann war dieses Biest sein Wächter. Man-Thing. Ein echter Plagegeist, seit ich seinen fauligen Sumpf nach Chronopolis gebracht habe. Und das letzte störende Hindernis, das meinen Plänen noch im Wege stand. Bravo. Sage ich. Ihr habt geschafft, was eine ganze Armee von Vibranium-Soldaten nicht geschafft hat. Oh. Springt! Oh oh. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot! Alle sofort zurück zum Anwesen! Jetzt beginnt die Zeit der Zähne und Klauen. Jetzt beginnt der Krieg. Die Mächtigsten sollen sich erheben, vortreten und sich mir stellen. Und dann beweise ich, dass ich Kang, der Eroberer, der Allergrößte bin. Denn gewiss gibt es niemanden, der mich aufhalten kann. Danke, Wings. Von dem bekam ich Kopfschmerzen. Das war ich nicht. Irgendetwas stört das Signal. Von außerhalb. Außerhalb von Chronopolis. Es ist zu schwach. Zu viel Rauschen. Leiten wir das Signal durch die Kommunikationsmatrix des Anwesens. Verdoppelt das die Signalstärke. Hank, gib mir den Schraubenzieher. Nein. Den anderen. Wir brauchen noch einen Negativ-Ionensender, um die Verzerrung zu beseitigen. Und so einer ist nicht leicht zu finden. Wir haben vorhin Star-Lord und Drax mit ein paar Scannern losgeschickt. Könnten wir die Geräte so einstellen, dass sie einen passenden Sender finden? Mit all der Zukunftstechnologie in Chronopolis haben wir durchaus eine Chance. Oh. Ach, Hank, sprich nicht mit vollem Mund. Entschuldigung. Gamora, denkst du, du kannst die beiden finden? Aber gern. Rocket, Groot, kommt mit. Ich bin Groot. Na los, Reisighaufen. Bewegung tut dir gut. Hübsch, hübsch.
Horoskop. Wenn ich noch eine dieser Kämpfe-Kündigungen hören muss. Wasp nannte uns den Wilden Westen als letzten Aufenthaltsort von Drax und Quill. Finden wir sie und beginnen mit der Suche nach dem Dings. Dem Negativ-Ionensender. Warum tun eigentlich alle so, als wäre es das Normalste der Welt, von Manhattan aus in den Wilden Westen zu spazieren? Ich bin Groot. So, dann würde ich sagen, erstmal eine Pause. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.